Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Root of Evil. Wir waren das letzte Mal hier bei diesem wunderschönen Rätsel stehen geblieben. Ich habe mich spoilern lassen. Ich wusste nicht genau, was ich hier machen soll. Okay, der Ansatz war schon gut, aber es war trotzdem schlecht. So, dann glaube ich, fehlt hier nur noch das Teil. Das muss ich hier hinpacken. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Moment. Ach, ich bin ein Trottel. So. Ah. Ups. Kleiner Fehler. Na, wie gesagt, ich habe im Internet geschaut. Ich, keine Ahnung. Wusste ich nicht. Ist das eine richtige Ratte? She nearly went insane. She kept screaming for her baby rat. She killed the rats, stuffed them with cotton, and called them were the toys for the baby in heaven. She even killed her own beloved cat. The extreme manifestation of her makes me extremely worried. Doctor said she suffered severe psychological trauma. And now her disease has shifted from personality disorder to mental illness. Ja, das passiert nun mal. Hier kann ich nicht mehr ran. So, Tastatur noch alles zurechtschieben. Gut, dann haben wir dieses Rätsel endlich gelöst. Himmel, Herr, Gott. Da haben wir noch einen Schlüssel drin. Ups, ich bleib hier ab und zu mal hängen. Dann glaube ich, war es hier auch schon, oder? Können wir weiter? Jawoll, weiter geht's. Die Kiste? Keine Ahnung, habe ich immer noch nicht. Oh nein! Nein, 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 habe ich da jetzt was verpasst? Och, nö. Danke. Guck mal, 3D-Modell. Wozu brauche ich jetzt eine Schere? Wozu brauche ich jetzt eine Schere? Wenn da jemand sitzt irgendwann, dann für das da? Oh. Ach, noch ein. Hier kann ich das da benutzen? Nö. Natürlich nicht. Doch, jetzt habe ich... Nee, ich habe eine Sequenz verpasst. Nur weil ich gucken wollte, ob da ein Symbol ist. Oh, da ist was auf dem Bett. Ein Symbol. Wozu brauche ich jetzt eine Schere? Da guckt die immer noch durch. Die Grinse-Omi. Warte mal. Oh cool, Fernsehen. Ach, leg los. Ist doch ein bisschen nervig, wenn man Fernseher gucken möchte und man sitzt hier und da sitzt eine Person. Wird mich ja voll stressen. Och, ich dachte, da läuft was. Was? Das ist schon wieder etwas, wo ich da sitze und denke... Was? Wartet mal. Ah!
die vielen Striche sind. Muss ich nach den vielen Strichen gucken? Moment. Dann wäre das erste definitiv eine 1. Der zweite müsste eine 4 sein. Das eine 2, oder? 2 und eine 7. Doch. Ach, vielleicht können wir jetzt auch die Truhe hinten aufmachen. Oh, wäre das jetzt möglich? Erstmal gucke ich die Tür an. Ich gehe jetzt... Ne, gut. Dann könnten wir vielleicht jetzt... Mal sehen, ob ich richtig liege. Die Tür hinten aufmachen. Doing. Doing. Brauche ich hierfür irgendwas? Nö. Gut, wir haben eine 1, 4, 2 und die 7. So, jetzt ist mein Handy schon wieder ausgegangen. Und Ball! Oh. Hier? Ja, und? Und nü? Wir können zocken gehen. Wo waren das Zocken? Wir gehen jetzt eine Runde Dings nämlich auf. Super. Ding, ding. Grinse, Omi. Hallo. Da ist, glaube ich, nichts. Wir wollen zocken gehen. Nee, ach, Quatsch. Oh. Das ist ja genau in denselben Raum. Ich trottel. Naja. Der Gang ist ja schön. Können wir den Gang ein bisschen begutachten, der wehenden Baum. Hallo, ich will eine Runde zocken. Wir haben leider kein Stroh. Hier, pack rein. Los geht's. Haha. Na, was kommt mit raus? Jetzt brauche ich jetzt schon Schlüssel. Hier, irgendwas steht jetzt hinter mir. Omi? Kann ich dann wieder Nö. Ah, für den Nachttisch. Den Nachttisch. Hier. Ja, was ist das denn? Ah, verstehe. Für das hier, oder? Ach du Titte. Neun. Die 9. Oh, was war denn das für eine...
Arschgeige. Was? Die 10. Oh, Leute, ich hab's geschafft. Oh, das hat jetzt länger gedauert. Oh, schön. Ich dachte, ich mache die ganze Zeit irgendwas falsch. Ich wollte schon aufgeben. Gut. Jetzt dürfen wir auch noch Klavier spielen. Na toll. Ich bin ja sehr musikalisch. Was? Scheiße. Nein. Okay. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich zweimal. Scheiße, eins weiter. Okay. Nein, das war falscher Ton. Das war richtig? Ah, scheiße. Das war richtig. Omi? Ich hätte gerne die Tür zu. Ne? Gut. Ja. Warte mal, wie. Ich glaube, die Folge wird viel zu lang, oder? Ich weiß es nicht. Egal. Ist das eben eine Folge mit Überlänge? Egal. Egal. Ich sehe nichts. Das ist so mädchig alles hier. Du da. Nein? Ja. Im Haus wird nicht mit dem Roller gefahren. Was ist? The
house became overcast and cold. My wife was standing in the hallway holding a knife. Grinse Omi. She looked at me with a scary smile on her face. She plunged to me and then everything turned dark. Maybe she also wanted me to go to heaven like she did with her cat. Grinse Omi. Ich muss. Ich hau ab. Schau, Grinse Omi. Ist das Bild schlecht bei mir, Leute? Ich hoffe, es ist bei euch besser. Das liegt daran, dass ich es heller gemacht habe. Gut, dann folgen wir den Spinnen. Oi! Du alte Hexe. Das ist so gemein. Darf ich jetzt gehen oder war da hinten ein Symbol? Die Grinse Omi, die will stinken. So, jetzt darf ich aber weiter, oder? Yep, die Tür ist auch auf. Eine Konservendose. Jemand hat sie ge... Okay. Also ist hier irgendjemand? Ja, hier. So weit weg. Ich häng schon wieder. Gut, Vögelchen ist so weit weg. Jetzt oder nie? Hinten. Wie soll ich denn dich fangen? Jetzt! Ich hatte dich! Jemand hat diese Dose geöffnet. Toll. Gut, an den Vogel kommen wir nicht ran. Können wir weiter? Nee, oder? Die Tür ist verschlossen. Warum? Och. Ah, Jüte. Wartet mal kurz. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ich glaube, das ist für euch zu dunkel, oder? Ja. Leide ich eben drunter jetzt. So, wie komme ich an den... Vogel jetzt ran? Hol dir einen Vogel. Was? Ups. Muss ich vielleicht...
Oder die Dose? Muss ich hier vielleicht dran? Ah, Jesus. Gut, das müsste ja hier irgendwo... irgendwas zu sehen sein. Oder ist hier irgendwas? Da komme ich wahrscheinlich nicht weg. Oder ich muss es ausprobieren. Aber es gibt auch kein Geräusch. Nö. Da muss da irgendwo... Ah, hier kommen wir ja nicht. Ja. Hat das was zu bedeuten? Aber was für ein Zusammenhang. Der Vogel zieht immer Leine. Hier müssen noch Gewichte rauf. Muss ich das echt ausprobieren? Ich sehe schon wieder nicht weiter. Das ist irgendwas am Schloss? Aber es gibt auch keine Hinweise. Oder muss das eine Treppe geben? Treppe. Nö. Nee, Leute. Ich weiß schon wieder nicht Bescheid, aber... ich werde hier einen Cut machen. Ja, da. Das weiß ich. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.